Herr Trinkgut, Kompliment zu einer sehr, sehr starken kämpferischen Leistung. Man sieht, in der Mannschaft klappt es, aber wenn man dann auch sieht, dass in der zweiten Halbzeit wirklich noch ein Punkt drin gewesen ist, ist es wahrscheinlich umso enttäuschender, ne? Ja, das denke ich auch. Also wir haben gut gekämpft, sind in Führung gegangen, dann leider in Unterzahl gegangen, dann Rücklage, aber ich finde, wir haben trotzdem nicht aufgegeben, haben gut gekämpft, hatten unsere Chancen. So, und wie gesagt, heute leider kein Tor erzielen können, sozusagen nach dem Standard-Eigentor. Wie haben Sie die rote Karte mitbekommen? Ich muss mir die auch noch mal in Ruhe angucken. Haben wohl in der Kabine gesagt, dass die auch zu Recht ist, dass das Bein wohl etwas zu hoch war. Aber mit einem bisschen, ja, ich weiß nicht, vierte oder dritte Minute könnte man vielleicht auch eine dunkelgelbe Karte geben. Gut, ist leider unabhängig von der Minutenzahl. Ja. Trotz alledem war ja eher zu befürchten, dass ich das dritte Tor in der zweiten Halbzeit bekomme. Das Spiel da natürlich wirklich durch ist. Woher haben Sie die Energie genommen, den Glauben hier noch einen Punkt zu holen? Ja, wir haben einfach einen guten Teamgeist in der Mannschaft, haben uns in der Halbzeit nochmal zusammengesetzt und uns auf die zweite Halbzeit eingeschworen und haben einfach alles reingeworfen, gekämpft bis zum Gehtnichtmehr, weil wir konnten eigentlich nicht mehr verlieren sozusagen, weil wir, wie gesagt, im Rückstand schon waren. Deswegen, ja, haben gut gekämpft, aber leider die Chancen dann nicht verwendet. Sie hatten auch noch eine Chance gehabt am Ende, Sie haben sie gerade im Fernsehen gesehen. Mhm. Ihr Kommentar zwei dazu? Sogar. Ja, also, wie gesagt, beide Chancen, eine von beiden muss ich auf jeden Fall machen. So, und dann geht es hier unentschieden aus und dann ist, glaube ich, auch jeder glücklich. Letzte Frage, die Enttäuschung ist sicherlich noch groß, aber nimmt man auch was Positives mit aus so einem Spiel? Ja, man hat ja gemerkt, dass wir trotz Unterzahl zu unseren Chancen kommen, dass wir kämpfen und nicht aufgeben. Und das wollen wir natürlich jetzt, weil die Woche kurz ist, jetzt gegen Dresden auch wieder zeigen. Herr Onak, Sie sind gleich nach dem Abpfiff zum Schiedsrichter gegangen, haben sich, ja, wie Sie es gehört, bei Ihnen verabschiedet mit einem Handschlag. Aber ich glaube, da gab es noch ein paar Worte. Was haben Sie damit gegeben? Also muss ich auch sagen, wir machen diese Niederlage nicht am Schiedsrichter aus, um gar keinen Fall. Der hat sich halt für die rote Karte entschieden. Ich habe es vielleicht etwas anders gesehen, aber er hat sich so entschieden, das ist so. Ich habe mich über halt die Nachspielzeit beschwert, weil wir ja halt schon sehr viele alle Wechseln in der zweiten Halbzeit stattgefunden haben, dass sie halt bei jedem Einwurf halt sehr viel Zeit genommen haben, bei jedem Abschuss der Torwart halt sehr viel Zeit genommen hatte. Und ich habe mir halt so ein bisschen mehr Nachspielzeit gewünscht, einfach aus dem Grund, dass es halt verdient gewesen war. Und deswegen habe ich die gelbe Karte dafür gesehen. Die Niederlage ist, glaube ich, deswegen bitter, weil die rote Karte so früh kam, 86 Minuten dann in Unterzahl. Das ist natürlich schwer zu stemmen. Aber ich glaube, die ist deswegen noch umso bitterer, weil Ihre Mannschaft dann noch die Chance hatte, sogar noch auf den Punkt. Ne? Ja, das ist halt wir haben halt überlegt in der Halbzeit, wie wir da umstellen können, um halt noch offensiver zu werden. Wir haben gesagt, okay, erstmal den 2-1 halten bis zu einem bestimmten Zeitpunkt. Aber so wie die Mannschaft halt weitergespielt hatte und offensiv halt ihre Chancen ausgearbeitet haben, so wie Manni und Fitze halt vorne gearbeitet haben mit Felix und mit Boris, war schon halt sehr, sehr, sehr ordentlich. Und deswegen haben wir halt die Chance gehabt, ohne halt groß umzustellen. Da waren genügend Möglichkeiten da, halt, um Tor zu schießen. Wir haben es nicht getan und deswegen haben wir verloren. Sie haben in der ersten Halbzeit nach 20, 25 Minuten umgestellt, Ronny König raus, Wolfram drin geblieben. Ein Stürmer weniger, das war eigentlich zu vermuten, dass es so läuft. Aber warum König, Wolfram, was haben Sie sich da? Wir haben halt da gewusst, dass halt Oettingen halt mehr vom Spiel haben würden. Wir wollten einen schnellen Stürmer da vorne haben, der halt vielleicht auf eine Kontestation, Fitze sowieso mit seinen Freistößen, bereitet das erste Tor vor und drückt eine Standardsituation. Das war die Gedanke dahinter. Am Ende gut verloren, alles falsch gemacht, das Trainer. Wir wissen, was wir an King haben und wir wissen halt, wenn er halt, wir 11 gegen 11 spielen, dass er halt wirklich sehr viel für die Mannschaft macht, dass gerade bei Standardsituationen oder halt diese hohe Anlaufen, was wir versuchen zu praktizieren, ist er halt sehr wertvoll für uns. Es war eine Entscheidung, so zu spielen und es ist halt leider nicht geklappt. Auch wenn Sie jetzt enttäuscht sind, ich glaube, ich brauche Sie nicht aufzubauen, denn Sie haben gesehen, dass Sie eine intakte Mannschaft haben. Also bis zum Ende so durchzuziehen und Unterzahl und dann eben auch noch am Ende Chancen zu haben, können Sie wahrscheinlich sogar noch was Positives mitnehmen, auch wenn es keine Punkte sind. Ja, also wir wissen, dass wir eine gute Mannschaft haben, wenn sie so arbeiten. Und deswegen, klar, nehmen wir halt so ein bisschen Positives raus aus dem Spiel. Aber trotzdem haben wir zwei Heimspiele hintereinander verloren. Da muss man halt uns kritisch hinterfragen, wieso das so gekommen ist. Wir brauchen uns nicht verstecken, gar keine Frage. Nichtsdestotrotz, wir brauchen Punkte. Wie hart war erkämpft, waren die drei Punkte gewesen im Nachhinein doch? Sehr hart, muss man sagen. Ich finde zwar, dass die rote Karte in Ordnung geht.
Auch wenn das der Spieler ganz bestimmt nicht beabsichtigt hat, aber es sieht halt sehr wild aus und kann man, glaube ich, geben. Aber das hat das Spiel für uns nicht unkomplizierter gemacht, also schon gar nicht, als Zwickau trotz der Unterzahl hoch geblieben ist und auch in meiner Wahrnehmung verdient in Führung gegangen ist. Dann hat meine Mannschaft gut reagiert. Wir haben die Überzahl gut ausgenutzt, sind gut ins Positionsspiel gekommen, haben das Spiel vor der Halbzeit gedreht, hätten vielleicht sogar noch ein Tor mehr machen können vor der Halbzeit. Und mit der zweiten Halbzeit war ich dann ab der 60. nicht mehr zufrieden, weil wir in Überzahl kein gutes Positionsspiel hatten, weil wir viele Bälle nach hinten gespielt haben, die wir hätten nach vorne spielen können, weil wir oft die falschen Entscheidungen getroffen haben. Und Zwickau hat alles in die Waagschale geworfen, hat nichts mehr zu verlieren mit einem weniger, hat noch die eine oder andere Chance. Und die geben sowieso nie auf. Das ist eine coole Truppe irgendwie. Mit einem guten Trainer und sowieso ein guter Club. Und ich bin froh, dass wir es hinten raus dann verteidigt haben, weil wenn du das erste Mal dann gewinnst in der Saison, tut das schon gut. Es wird ein bisschen lauter versuchen, trotzdem durchzuziehen. Wie gesagt, Ende erster Halbzeit, die Mannschaft ist cool geblieben, locker geblieben, hat die Position gesucht, hat irgendwie zwei Tore gemacht, sah eigentlich alles danach aus, dass ein 3:1 wird, dass sie mehr oder weniger beruhigter diesen Sieg nach Hause fahren können. Warum hat es dann eben dann doch nicht so geklappt? Hat mehrere Gründe. Also erstens hatten wir eine ganz junge Mannschaft heute auf dem Platz. 7 Spieler, die noch keine 23 sind und zum Teil ihr erstes Profispiel gemacht haben. Und mit Albutat in der Halbzeit den Spieler auswechseln mussten, der schon unseren Rhythmus so bestimmt, als erfahrener Junge in der Zentrale. Und wenn du 2 Punkte aus 4 Spielen hast, ist es natürlich so, du strotzt nicht unbedingt vor Selbstvertrauen. Ne? Und wenn du dann 2:1 führst, geht die Tendenz eher dahin, das 2:1 zu verteidigen, als mutig als 3:1 auf 3:1 zu spielen, so wie ich es eigentlich haben wollte. Und deswegen bin ich froh und vor allem für die Jungs, dass wir es gewonnen haben. Aber ganz zufrieden, vor allem mit der letzten halben Stunde, bin ich nicht. Jetzt eine lange Busfahrt nach Hause, wo es, glaube ich, so waren die ersten Steine von Ihrer Seele so ein bisschen fallen, dass 3 Punkte im Gepäck sind. Ja, sind schon unten. Und jetzt müssen wir halt die Rückfahrt schon für die Analyse nutzen, weil Dienstag geht es schon weiter. Und müssen jetzt sehen, dass wir schnellstmöglich uns so regenerieren, dass wir auch am Dienstag eine Chance haben zu gewinnen.